Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge American Truck Simulator mit dem Ernie. Servus. Ja, wir stehen hier noch auf diesem Flugplatz und hatten das letzte Mal hier aufgesattelt und nun werden wir natürlich auch mal loseimern. Fahrt vorsichtig. Ja, werden wir, Pippi. Werden die ganze Kiste hier mal anschmeißen, die Feststellbremse lösen. Sushi, guten Morgen, oder? Ja, guten Morgen. Ne, alles soweit fertig. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, fahren wir erstmal on the road again. Und dann wie immer nochmal gucken wir in den Job rein, wo es denn genau hingeht, was drauf ist, wie viele Penunzen es gibt und sonst dergleichen. Demnächst rechts abbiegen. Ja, wir werden jetzt erstmal aus dem Tor hier rauseimern. Ein Sicherheitscheck, ne, beim Flughafen natürlich klar. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Das ist ja nun mal so. Da sitzt doch, da war einer drin. Aha. Okay. Erstmal rechts rum. Rechts ab. Etwas bewölkt heute Morgen hier, wa? Na, sieht schon wieder so ein bisschen nach Regen aus, aber gut. Demnächst links abbiegen. Ja. Fußgänger haben wir hier nicht. Sehr schön. Biege nach links ab. So. Einmal rum hier. Sehr schön. Und da hinten geht es dann wieder links auf den Bahnhof. Genau. Das heißt, wir werden schon mal links halten. Ja. Und dann links abbiegen. Ja, dann schon mal links einordnen. Damit wir da. Biege nach links ab. Ja, ich habe nur darauf gewartet, dass sie sagt. Machen wir. Sehr schön. So, es geht wieder nach Nebraska. Jawohl, das wollten wir uns ja sowieso weiter ansehen. Und ich habe mir da was überlegt, weil ich war jetzt ja in heißen Diskussionen. Kommentartechnisch. Mit dem lieben rechts Marco halten. Und dergleichen. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Moment. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, machen wir. Einmal rüber. Links halten. Das sieht gut aus. Und dann Ausfahrt links nehmen. Ach Gott, das ist heute aber auch ein Hin und Her hier gleich am Anfang. Links. Ja. Meine Herren, also heute ist ja hier rechts, links. Esse ich mich, Schnitte, werde ich schlau wie Shakespeare. da. So. Jetzt können wir aber uns so langsam mal entspannen, oder was ist jetzt hier Phase? Erstmal machen wir den Tempomaten. Der ist auf 60 Kanne eingestellt, jawohl. Dann stellen wir uns die Kamera noch ein bisschen ein, sehr schön. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Echt jetzt? Hallo? Also Freunde, ich komme hier zu nichts. Ich komme hier zu nichts. Ganz ehrlich. Hier ist doch der Bär am Steppen gerade. Bitte links halten. Ja. Ist doch Wahnsinn heute Morgen. Oh, mal ein bisschen langsamer. Sonst haut's uns aus die Kurve. Ist ja aufregend heute Morgen, du. Was wir hier abbiegen müssen, du. Lecco mio Popo Blanco. Aber Sonne scheint wieder. Sehr schön. Das ist doch auch schon mal was. So, was sehe ich da für Pfeile? Ich soll hier bleiben. Muss jetzt schon wieder abbiegen oder was? Ich sehe es ja bald kommen. Ich sehe es ja bald kommen. Hallo? Warte mal, was dürfen wir denn jetzt? 60 eingeloggt. Moment mal, aber da hinten sind wieder Pfeile. Was hat er da wieder? Bitte links halten. Aha, also jetzt wieder links rüber. So, haben wir es jetzt. Sind wir jetzt erstmal eingenordet, wie ich es immer so schön sage. Moment mal, da kommen doch schon wieder Pfeile. Freunde, ich komme hier zu gar nichts heute. Ehrlich, was ist hier heute los? Rechts rüber. Okay. Alter, was ist denn heute los hier? Alter, es ist, ich werde hier... Hallo? Was war das denn? Keine Ahnung. Ich werde hier noch bekloppt. Ich wage es jetzt mal zu sagen, fahren wir fort. Wir schauen wie immer bitte zu. Rechts halten. Ja,
Was kommt jetzt? Wir fahren jetzt hier einfach, wir verfolgen jetzt einfach rechts den Weg, ne? Ja. Oder? Dürfte doch jetzt eigentlich nichts mehr kommen. Ich weiß, am Anfang... Bitte links halten. Ja. Leute? Haben wir es jetzt? Gut. Wir gucken jetzt einfach mal... Ich mach das jetzt. Wir werden sehen. Wir gucken uns mal den Job rein. So. Wir haben 288 Meilen noch vor uns. Wir haben Jet Engine Inlet Coal. Was auch immer das ist. Irgendwas vom Flugzeug. Engine, Motor, Turbine, was weiß ich da. Wird es wohl sein. Es geht nach Norfolk X-Tech Machinery. Das wird da wahrscheinlich verbaut oder repariert oder wie auch immer da in dieser Firma. Wir haben heute aktuell Donnerstag 9.03 Uhr. Werden erwartet, also nicht schlafen. Heute zwischen 15 und 21.40 Uhr. So, nicht wieder... Ernie? Nein, nicht schlafen. Nicht schlafen, sonst scheiße. Und für den ganzen Auftrag bekommen wir 11.969 fette, harte Dollar. So, das haben wir auch. Jetzt gehen wir nochmal in unsere Karte rein. Machen uns die schön groß. Und harren der Dinge, die da kommen werden. So. Dann würde ich sagen, Sprit alles gut. Der Rest auch alles gut. Ja. Wir fahren jetzt ja nach Norfolk. So. Und ich hatte jetzt ja, um jetzt darauf einzugehen, harte Diskussion mit dem Marco und dergleichen. Na, hart waren sie jetzt auch nicht. Alles gut. Und der hatte mir gesagt, es war jetzt der Einzige, der mir das in dem Sinne geschrieben hat, was eine gute, also er meint, ich habe schon den schönsten Truck. Danke nochmal Marco dafür. Also ich finde ihn auch mega geil und er verfolgt uns jetzt ja schon so viele Folgen. Super, ne? Aber er meinte, und da muss ich jetzt nochmal reingucken, Starline oder irgendwie was da, da muss ich in den Kommentar da nochmal reingucken, wäre eine super Alternative. Also, ich hatte mir jetzt Folgendes gedacht. Wir werden jetzt diesen Auftrag ordnungsgemäß, standesamtlich und sonst dergleichen alles Ernie-mäßig erledigen. Ne? Fracht abliefern. Dann habe ich vor, weil das wird nicht anders funktionieren, weil den würde ich gerne behalten, werde ich mir, und das, die Kohle haben wir ja, in Norfolk eine Firma kaufen und gleich groß aufziehen. Ne? Da muss richtig was kommen. So. Dann werde ich einen Fahrer einstellen oder eine Fahrerin oder divers, je nachdem. Vielleicht haben sie es in dem Spiel auch schon geändert. Wir sind ja für alles offen. Ne? Wir grenzen niemanden aus. Ne? Wir sind alles nur Menschen. Ist so. Der bekommt dann meinen schönen Truck hier. Genau. Dann werden wir uns jenen welchen, ich muss da nochmal reingucken, kaufen und mal schön zurecht machen. So der Plan. Ne? Und dann werden wir mal sehen, wie der Ernie damit zurechtkommt. Ich bin bereit und offen dafür. Soll alles so sein. Es ist Zeit vielleicht auch für Veränderung. Ja, das ist schon richtig. Machen wir. Noch eine Frage jetzt an euch. Kann ja auch sein, dass jemand anders das... Bitte links halten. Ja. Dass jemand anders da auch mal was schreiben möchte oder sich was überlegt. Wie wäre es denn mal, wenn wir dann mal einen eigenen Trailer, also sprich Sattelzug in dem Sinne haben, also Anhänger, ne? Oder sonst dergleichen. Das könnt ihr mir auch mal reinschreiben. Kohle wäre da, wir könnten das alles machen. Ne? Sollte dann nichts kommen, werden wir erstmal ganz normal Aufträge weiter annehmen und sonst dergleichen, da überhaupt kein Thema. Genau, das dazu. Was gibt es sonst noch Neues? Also das war jetzt mir erstmal wichtig, dass wir das geklärt haben. Und dann werden wir weitersehen. So, was gibt es sonst noch Neues? Wir sind mittlerweile bei 637 Abonnenten, Leute. Wahnsinn. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ich kann auch einen neuen Namen vorlesen. Und jetzt wieder hoffentlich nicht so weit von der Straße abkommen. Den Pascal Hüselbusch. Ja, ich hab's doch gesagt. Hüselbusch. Oder Hüslebusch. Hülsebusch, entschuldige bitte. Jetzt haben wir's. Ganz lieben Dank dafür, dass du mich abonniert hast und mich für wert empfindest, dich zu unterhalten. Ich hatte es eben schon im LLS gesagt, aber ich weiß nicht, ob du LLS oder ATS verfolgst. Deswegen sage ich es immer in jedem Gameplay. Aber auch an alle die,
die mich abonniert haben, dessen YouTube-Konto, ich sag's immer, nicht öffentlich ist. Auch ganz lieben Dank dafür. Fühlt euch hiermit gedrückt und geknuddelt. So, das haben wir auch. Sehr schön. Jetzt wird es allerdings Zeit, was haben wir denn heute überhaupt, damit ihr das mal wisst. Wir haben heute den 6.7., also Juli, Samstag, 8 Uhr. Ich muss heute mal nicht arbeiten. Ja, oh, ich darf sogar 70. Wundere mich schon, warum ich hier dauernd überholt werde. Egal. Ich muss heute mal nicht arbeiten, denn Computer hat gesagt, Ernie, der ist jetzt hier fast jeden Samstag geeimert. Also im Prinzip die letzten Samstage durch. Und jetzt mal nicht. Genau, so ist das. Na, Elefantenrennen. Johnson and Smith. Okay. Und heute mal nicht, genau. So. Dadurch habe ich natürlich heute Morgen erstmal Zeit, habe die Waschmaschine schon angestellt, um wieder Folgen aufzunehmen. Weil im Moment wird es sehr, sehr schwierig für mich, die Lücken hier zu finden. Aber solange ich es noch schaffe, freue ich mich und bin zufrieden. Denn es liegt mir sehr viel am Herzen, dass das alles so weiterläuft, wie es läuft. Es wird so kommen, dass da mal eine kleine Zwangspause drin ist, aber darüber kann ich erst sprechen und die Ansprache werde ich dann halten, wenn es dann soweit ist, vorher noch. Das werde ich euch dann noch früh genug sagen. Im Zweifelsfall dann über bei YouTube über schriftlichen Satz, wenn es nicht anders geht. Aber das werden wir alles sehen. Ja, ach so, ja, toll. Ist auch eine tolle Ausfahrt hier, ne? Klasse. Wird man schön ausgebremst hier. Oh, nee, doch. Nee, 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 nee. Ach, machen wir wieder rein. 50? Das hatte ich gar nicht mit. Aber wahrscheinlich wegen den Ein- und Ausfahrten hier. Deswegen wahrscheinlich auch. Ah. So, da müsste es jetzt aber auch gleich wieder hochgehen. Eigentlich. Sollte es. Nächstes Elefantenrennen. So, genau. Das dazu. Haben wir das auch. Ja, wie gesagt, heute Morgen noch ein bisschen was aufnehmen. Immer geradeaus. Dann habe ich noch einiges auf dem Zettel, was heute noch erledigt werden muss. Morgen dann, eventuell heute Abend mit Atze noch ein bisschen blökern, sprich Lagerfeuer. Aber da müssen wir erstmal sehen, wie das Wetter wird. Denn im Moment ist es so verregnet. Leute, ich habe vorgestern in so einer Regenpause und da hat es dann Gott sei Dank so ein bisschen abgeweht, auch wärmlich abgeweht, die Wiesen, also vorne und hinten. Und als ich dann nach dem Feierabend nach Hause kam, konnte ich es dann noch schnell machen. Also sprich Rasenmähen. Und heute haben sie schon wieder 70% angesagt, obwohl im Moment ist noch alles trocken, läuft alles und ja, aber da war ich mir nicht so sicher. Und wie gesagt, Mittwoch, da war das Fenster drin, da konnte ich das mal schnell erledigen. Wie gesagt, heute habe ich noch einiges auf dem Zettel, dann heute Abend eventuell das werden wir sehen. Ansonsten könnte es auch passieren, dass wir mal in der Garage stehen bei ihm. Immer geradeaus. Er nennt es auch immer sein Büro. Zum Gespräch bitte. Ja, werden wir schauen. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Das ist momentan alles etwas wetterbedingt sowieso und an und für sich auch nicht so einfach gerade mit dem Ganzen. Na gut. Das dazu. Ansonsten arbeitstechnisch läuft's. Ja, lübt. War ein bisschen kalt die Tage. Zwischen 16 und 18 Grad war nicht viel zu wollen. Aber ich hatte trotzdem die kurze Hose an. Na, hart im Nehmen. Ach Leute, nee, es gibt sonst nicht viel Neues. Aber wie gesagt, nach diesem Auftrag, wie gesagt, wird sich dann trucktechnisch und dergleichen hier was tun. Auf jeden Fall. Das machen wir so. Ich sehe es ja ein. Es ist Zeit für Veränderung. Auf jeden Fall. Da habt ihr auch recht. So, wir öffnen mal unsere Karte. Was jetzt mal so als nächstes so da kommt. Da an dem Kreuz sieht es eigentlich so ganz gut aus. Wisst ihr, was mir heute aufgefallen ist? So ganz nebenbei mal. Es war heute keine Baustelle. Es waren heute keine Unfälle. Es war heute nichts. Ist ja langweilig. Heute war wirklich mal nichts. Wir rauschen hier, bis auf dass wir am Anfang viel abbiegen mussten, hier straight on und können uns die Falten aus dem Sack kloppen. Naja, muss es auch mal geben. So. Wie schaut das aus? Ich denke mal, das Ding werden wir nehmen. Da ist nämlich ein Bettchen dergleichen alles.
Das sieht doch ganz gut aus. Und das ist ungefähr, dann haben wir noch 100 noch was. Das heißt, wir können in der nächsten Folge ganz geschmeidig, ich sage jetzt betont, ganz geschmeidig, uns dann... Warte mal, ich muss mal links rüber. Um das Neue dann kümmern. So. Ach so, das geht hier gar nicht so ab. Wir kommen da so hin. Na, dann machen wir das. So, warte mal, das Panel machen wir jetzt erstmal weg. Da wird grün. Ich hoffe, ich eck den jetzt nicht an. Ja, Sushi, du guckst mit. Neugierig ist etwas. So, sehr geil. Dann kommen wir hier rüber. Da hinten sind die Parkplätze, ne? Wir fahren jetzt hier einfach mal drauf. Tanken? Nö, müssen wir nicht. Dreiviertel voll. Das ist noch in Ordnung. Wir machen jetzt mal... Sieht aus wie Donuts. Verpackte Donuts, ne? Ach, da hinten! Na toll, bin ich jetzt falsch gefahren? Scheiße. Ja. Ich wieder als Mensch verkleidet. Egal. Wir sind ja mehr oder weniger des Rückwärtsfahrens mächtig. Und werden dann einfach mal... eine weiternehmen. Travel Store Food Mart. Okay, das ist nämlich da. Das heißt, wir müssen noch mal eine weiter. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht so, dass es hier gleich unmöglich ist. Sehr geil. Ach, guck mal an, sogar Tankstellen hier extra für Trucks und alles. Das ist so wohl. Guck mal, was hier unterwegs ist. Kommen auch alle von der Schicht jetzt hier. So, sind das Behindertenparkplätze oder was? Tatsächlich, das sind Behindertenparkplätze. Ich drehe durch. Für LKW-Fahrer, okay. Hab ich auch noch nicht gesehen. Ganz ehrlich, Freunde. Die denken hier echt an alles, ne? So. Und jetzt bloß nicht auf die Enter-Taste kommen. Das wär's echt noch. So, wir brauchen noch ein Foto, Freunde. Und ich würde sagen, das sieht doch mal so ganz gut aus. Oh, hat der erst... Ich mach nochmal, sicherheitshalber. Okay, wie sieht es darüber aus? Da könnten wir... Ja, ich muss da mal gucken, welches am besten aussieht. So, ja, sehr schön. Ja, Freunde, dann habe ich mich gefreut, dass ihr auf jeden Fall wieder dabei gewesen seid. Für die Neuen, wenn dann vielleicht Neue dabei sind, würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Kostet euch kein Geld, bloß ein Fingerdruck. Es, wie gesagt, es ist völlig umsonst. Die Klingel, dann verpasst ihr demnächst vielleicht auch nichts mehr. Mal schauen. Und dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin verbleibe ich natürlich wie immer ganz lieb und ahnig. Euer Ernie. Ciao, ciao.